Herzlich willkommen zum nächsten Teil von Motorsport Manager. Ja, wir haben letztes Mal noch ein bisschen Kohle angefordert. Geht es nochmal? Kommen Sie schon, Varuna. Sie haben diese Saison schon Zusatzzahlungen erhalten. Ich bin doch kein Grösus. Ja, gut. Wir probieren es trotzdem irgendwie über die Runden zu kriegen. Wir haben gerade nochmal, ich glaube, 1,5 Millionen gekriegt in der letzten Folge. So, unsere Mitarbeiter sind alle durch. Die können jetzt noch ein bisschen Fleißarbeit machen. Aber bringen tut uns das nichts, weil eigentlich alle Teile soweit auf dem besten Stand sind. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich glaube, Meisterschaft, Team, Mitarbeiter. Wache? Nicht. Keine Ahnung, die Nachrichten werden wohl automatisch gelöscht. So, bald können wir aber neue Sponsorenverträge aushandeln. Das heißt, wir sollten hier mal ein bisschen Gas geben. So, alles hier auf dem Maximum eigentlich. Aber die Teile sind halt scheiße. sind von super Qualität, aber sie sind scheiße. Oh Mann, was soll ich denn machen? Ich muss jetzt einfach diese Saison abwarten, gescheite Sponsorenverträge erhaschen und dann gucken, dass es nächste Saison besser wird. Es ist unsere erste Saison in der European Racing Series. Von dem her kann ich eigentlich zufrieden sein. So, Abtrieb. Will er haben, kriegt er auch. So, Reifenwahl. Die halten bloß 10 Runden. Mal gucken. Aber es ist halt ein Stern Unterschied, ja. Das macht sich dann doch deutlich bemerkbar. 16,5. Greifen wir gelb. So, und dann können wir die nämlich gleich schon rausschicken, weil wir haben unser Setup schon vorbereitet. Rennt in 2 Runden, passt. Oh ja. Das viele Rennen haben wir nicht mehr, wir haben noch 3 Rennen. Das heißt, wir müssen etwas Gas geben. Holen die gleichen da rein. Installation Lab, ihr kennt das. Das ist nur eine Runde, um mal kurz zu checken, was da los ist. Ob wir völlig daneben liegen mit dem Setup, so wie bei Anthony hier. Ich gebe ihm mal noch mehr Abtrieb. Mal gucken, ob er das will oder nicht. Aber ich glaube eigentlich nicht. So. Ja, du brauchst einfach zwei Aufnahmen von dieser von der Setup-Wahl, damit du rausfinden kannst, was wirklich passt und was nicht. Gut. Fahrt mal raus. Er fliegt die ganze Zeit eine Fliege um, den nervt mich. Oh, die fahren ineinander. Das ist ja auch interessant. So, gleich wieder reinholen.
Aber Vollgas bitte, ja? Ich muss trotzdem mal wissen, dass hier die Geschwindigkeitsbalance läuft besser. Das freut mich für dich. Habt ihr gesehen? Das gibt's nicht. Das habe ich schon lange nicht mehr hingebracht. Also. Alles schlecht. Ich muss jetzt nur nachdenken und das richtig konfigurieren. So würde ich es jetzt mal probieren noch. Und damit lassen wir ihn mal gleich ein paar Runden fahren. Da habe ich mich ja richtig, richtig in die Nesseln gesetzt. Bei dem machen wir das so. Und ich glaube, das passt auch. So, jetzt ist Feierabend. Vielleicht. Nein, ist entwischt. Die Fliege ist entwischt. Die Gomme scheint weniger schnell aus den Kurven rauszukommen. Oder täuscht es nur? Viel besser ab die Klasse. Das Getriebe passt. Fahrverhalten viel besser. Anthony ist eigentlich ja der bessere Fahrer, muss man sagen. Er ist, glaube ich, 3 Plätze auch in der Meisterschaft oder 4 Plätze in der Meisterschaft vor Gomez. Wobei ich jetzt eigentlich eher gedacht hätte, dass Gomez besser ist. Persönliche Bestzeiten schaffen beide. Dann lass ich sie doch noch zu Ende fahren. Die Fliege nervt. So, beendet. Aber beide schaffen immer noch persönliche Bestzeiten. Ne, Gomez schafft noch persönliche Bestzeiten. Dann darf der noch fertig fahren. Anthony schafft im Mittelsektor eine Bestzeit. Guck mal, Gomez kommt sogar noch vor Anthony. Also stehen wir, wenn das passt, wenn das richtig ist, stehen wir auf 3 und 4. Wenn ab dem 10. Platz gezählt wird. Nee, wird nicht. Ich verstehe die Aufstellung nicht. Ha. Was haben wir denn da gemacht? Da haben wir doch mal wieder vom Setup her ins Grüne getroffen, ins Pinke. So, 25 Runden, das heißt, wir brauchen 7 Runden. Ne, 9 Runden.
10 Runden können wir fahren. Die Sache ist auch, man hat hier weniger Optionen jetzt von den Reifen her. Ein Stern ist schon viel, also wir müssen auf Geld gehen. Dreißig. Wir dürfen ein bisschen mehr Sprit verbrauchen. Und dem seine Reifen halten wahrscheinlich genau 9 Runden. Ja, natürlich. Das heißt, er muss neutral fahren und er kann ein bisschen aggressiver fahren. Warum steht Gomez schon wieder auf 2? Ich check's nicht. Damit Anthony ihn gleich in der ersten Runde überholen kann. Oh, was macht er? Was macht er? Oh, Anthony! Zwischen zwei Fahrern durch auf den zweiten Platz. Dunkle Reifen, weiße Reifen hinter sich. Dann müsste er noch ein bisschen vorne bleiben können. Was los? 6 Runden, 9 Runden. Spitzenreiter fährt natürlich davon. Hinten sind schon zwei in der Box. Ich weiß nicht, was die so früh da schon machen. Ich hoffe mal, Anthony kann noch ein bisschen vorne bleiben und auch das Tempo mitgehen. Vier Runden. Ne, er muss bis zur 9. Runde muss er draußen bleiben. Ja, Gomez wird überholt. Sobald wir nicht Top Speed gehen können, ist das ein bisschen schlecht für uns. Ich werde wahrscheinlich. Das ist gut, das ist gut. Der 20. Der Überrundete, der hängt bei mir dran. Aber, ey, nee, das war jetzt wieder nicht gut. Er hat mich jetzt ein bisschen aufgehalten. Er soll die anderen aufhalten und nicht mich. Muss ja irgendwie parteiisch sein. So, mal gucken, wie weit wir noch kommen. Vielleicht reicht es auch noch eine Runde mehr. Vom Sprit reicht's. Vom Reifenzustand. Reifenzustand gehen wir in die Box. Wir
Wir haben noch eine Runde, weißt? Warum sollen wir die denn? Wir müssen. Nein! Anthony muss jetzt Gas geben. Und Gomez kommt hoffentlich mit dem Benzin noch in die Box. Aber die Reifen sind halt völlig hinüber. Das wollte ich eigentlich so nicht. Ich wollte ihn eigentlich vorher in die Box schicken. Sechs Runden, dann sind wir bei 17. Fünf Runden sind wir bei 16. Ja, auf die Reifen von Anthony müssen wir aufpassen. Aber Benzin können wir eigentlich Vollgas geben. Fahren alle auf den Medium, das finde ich interessant. Warum fahren die nicht auf den Soft? Ja, streitet ihr euch ruhig unter mir. Lasst mich in Ruhe und streitet euch. So, 5 Runden. Kurz auf den falschen Stint gegangen oder auf einen schwächeren und zack ist einer vorbeigerutscht oder zwei. Die können jetzt halt wiederum Zeit rausfahren auf mich, auf meinen nächsten Stop. Das ist der Scheiß. Sind die am Ende wieder vor mir, weil sie schneller, jetzt schneller fahren können. Gomez, ich weiß nicht, was mit dem los ist. Der kann einfach den Renntrim nicht gehen, den Anthony gehen kann. Warum? Keine Ahnung. So. Es müsste sich ausgehen, dass Anthony noch eine Runde hinkriegt. Teilezustand passt, alles gut. Sieht noch gut aus. Ich hoffe nur, dass Anthony
schnell genug mit seinem Stopp ist. Es war close. So. Wie viele Runden haben wir jetzt noch? Acht. So, ich hoffe, dass Gomez jetzt irgendwie Zeit findet. Irgendwo muss er Zeit finden. Zwei, vier müssen noch an die Box. Aber die sind alle ziemlich weit weg. Also ich glaube nicht, dass wir das hinkriegen. Den einen oder anderen vielleicht noch, aber alle nicht. Und da siehst du, da kommt wieder einer direkt vor der Nase raus. Sieben verbleibende Runden. Sollten wir ein bisschen Glück sparen. Noch sechs Runden. Na was jetzt? Mann. Sekunden Vorsprung hat Anthony. Drei Runden noch und drei müssten es auch jetzt noch sein. Irgendwie sieht das alles ziemlich langsam aus hier. Von den Reifen her ist Anthony definitiv besser. Kann auch sein, dass der kurze Stint, den ich da sehr konservativ gefahren bin, dass der ausgereicht hat. So, eine Runde noch. Es sollte sich ausgehen, hoffe ich. Ja, Gomez ist wieder zurückgefallen, der war auf 10 und plötzlich war er hinten, das war auf
definitiv den Reifen zu verschulden. Anthony auf 5. Chapeau. Sehr cool. Das war auf jeden Fall erfolgreich. Also, hätten wir sogar ein bisschen mehr Geld von den Sponsoren kriegen können. Na, Anthony weit nach hinten gefallen. Gomez. Anthony klettert auch in der Rangliste weiter. Also jetzt haben wir mal 30 Punkte Abstand zu ZRT Autosport. Richtig. Ja, tun wir wirklich. Wir freuen uns über den 5. Platz von Anthony. Anthony ist natürlich Familienname, aber wir nennen es trotzdem Anthony. So. Und dann gucken wir jetzt mal, wir können noch gucken wegen Sponsoren schnell. Hier funktioniert ja nur 600.000 minus. Ja, in der Nähe 14. Ne? Das ist okay. Das ist eigentlich wirklich okay, ja. Muss man wirklich mal sehen. Das war genau der richtige Zeitpunkt, als die Sponsoren abgesprungen sind. Wenn ich da jetzt drauf gehe, dann kriegen meine Fahrer Minus. Nee, zum Glück nicht. Der Fahrer. Warte mal, wo ist denn die Cavalcanti? Na, so gut war die jetzt nicht. Ja, wir haben halt nur schlechte Sponsorenangebote. Das ist ein bisschen schade. Mal die Höchstgeschwindigkeit beschränken, sind die blöd? Ja, das ist auf jeden Fall besser. Das sind 900.000. Aber wir warten mal noch ein bisschen. Vielleicht kommen da gleich noch mal ein paar Angebote reingeflattert. Oder besser 500.000. Schwierig. Boxen werden deutlich schneller. Autos können also mit reduzierter Zeitkosten boxen. Was bei schlechterer Reifen. Oh, das ist schlechtere Reifenabnutzung. Das heißt, wenn wir mehr Reifen verschleißen, dann ist es gut. Dann bin ich da dafür. Weil wir sind auch so ein Team, das ziemlich viel Reifenverschleiß hat. Und dann ist das ja gut für uns. Da ist ja ganz schön viel los hier. Nichts los hier. So, jetzt haben wir hier drei Angebote vorliegen. In 6 Rennen können wir hier 900.000 machen. 4 mal 85 sind 170, sind 350, sind 800.000 in 4 Rennen. Dann würde ich doch dieses bevorzugen. Ich meine, die 85.000. Sind jetzt zwar nicht so viel, aber ja, es läppert sich, sagt man bei uns. Es läppert sich. Man bräuchte halt mal so einen gescheiten Sponsorenvertrag.
12 Rennen. Ja, wir nehmen es an. Was soll man denn machen? Ja. So, Vorschau aufs nächste Rennen in Mailand. Da sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, vergesst das Liken und Kommentieren nicht. Abonnieren natürlich auch gerne, selbstverständlich. Und bis zum nächsten Mal. Schaut doch mal bei meinen anderen Videos vorbei. Ciao, Leute.